So, ja, herzlich willkommen hier bei Trainsworld 3 bei Endplay mit mir, dem Florian, aka dem Zingis. Wir sind gerade in Fulda, haben hier unseren ICE3 erfolgreich von Würzburg nach Fulda gebracht. Ja, die Ursula, ne, Kollegin von mir, servus, gute Fahrt, die übernimmt den jetzt auf jeden Fall und fährt jetzt hier raus. Und wir übernehmen den Kollegen, glaube ich. Ja, wunderbar. Oh, gut, unser Kollege hat sich schon wieder, oder die Kollegin hat sich schon wieder verduftet. Ja, aber bevor wir jetzt hier überhaupt was machen, muss ich mal ganz kurz ein klitzekleines, nettes Detail zeigen. Der IC1 hat ja im Gegensatz zum ICE2 keine reguläre, für den Normalbetrieb nutzbare Kupplung. Aber trotzdem können wir diesen Zug natürlich im schlimmsten Fall abschleppen, weil er hat vorne eine Kupplung. Das finde ich genial, weil das bietet wieder Raum für Szenarien. Also wenn es dann noch irgendwie eine Lok gibt, die dann mit so einer Kupplung ausgerüstet ist, dann kann man tatsächlich IC1 abschleppen. Genau, weil der IC1, der war einfach ein langes, monströses Gerät, sage ich mal. Und ja, der IC2 hat dann halt das besser gemacht oder den ICE flexibler gemacht, indem man ihn kuppeln kann und indem er kürzer ist. Und nur einen Triebkopf hat und einen Steuerwagen. Jetzt haben wir zwei Triebköpfe und dazwischen 12 Mittelwagen. Wir fahren mit der 401-096. So schaut das Schätzchen aus. Und jetzt rein in die Kiste. Also wirklich ein historisches Werk Technik. Wunderbar, das hier fahren zu dürfen. Wir machen den Lichtschalter an. Hier, das können wir leider nicht bedienen. Aber wir können natürlich hier einmal durchgehen. Und das ist schon schön. Hier ist auf jeden Fall mächtig Technik und Lärm. Man sieht, es ist so ein bisschen auch nachempfunden, wie es hier ausschaut. Ja, warum nicht? Also bedienen können wir hier nicht so viel, aber gut, das ist nicht ganz so dramatisch. Und hier geht es zu unseren Fahrgästen, falls wir das wollen. Wunderbar. So, jetzt machen wir die Luke aber dicht. Wir müssen nämlich zu unserem Arbeitsplatz jetzt endlich. Wir müssen ja Kilometer machen hier. So, Türe auf. Dann geht es erstmal hier hinten ans Display. Können wir kurz die Leuchtmelder testen. Und hier leuchtet nämlich fast alles, was wir bedienen können. Wir können zum Beispiel die Trittstufen einschränken, dass sie nicht ausfahren. Batterie aus, Führerstandswechsel. Aber was wir natürlich anmachen wollen, ist die LZB, die PZB, beziehungsweise die Indusi, induktive Sicherung. Sicherheitsfahrschalter, AFB geht auf V-Sollfreigabe, Stromabnehmer ist auf DB, SBB ist jetzt hier nicht möglich, aber theoretisch ist er auch für die Schweiz zugelassen. Federspeicherbremsen lösen, wunderbar, wir haben Spannung, die Batterie passt. Wir können uns somit setzen und uns hier häuslich niederlassen. Türen verriegeln, alle verriegeln, wunderbar, Türen gehen zu. Hier übrigens auch schon mit einem Upgrade. Hier können wir nochmal kurz einen Leuchtmelder-Test machen. Wunderbar, die Lampen gehen auch alle. Fahrtrichtungswende ist auf vorwärts. Was brauchen wir noch? Das Spitzensignal ist auf normal. Hauptinstrumentenbeleuchtung ist ein. Hier machen wir uns ein bisschen ambiente Beleuchtung. Meine Güte. Und dann können wir auch schon loslegen. AFB natürlich noch kurz einstellen. Können wir direkt wieder volle Lotte, weil wir haben ja hier LZB. Und jetzt geht es auf nach Kassel-Wilhelmshöhe. Wunderbar. Schön. Ja, ich freue mich. Lauschen wir mal den Klang. Motorenlüfter lassen wir mal auf an und nicht automatisch. Wunderschön. Ach, so ist das doch herrlich.
Ja, et lübt. Klasse. Ja, der IC1, der hat, finde ich, was sehr, sehr Schönes, weil das wirklich so ein durchgehender Streifen ist. Das ist einfach dieser wahnsinnig lange Kollege hier. Also das ist echt ein absolutes Highlight. Und manche schwören ja immer noch wahnsinnig auf den IC1. Also es kommt vielleicht manchmal auch so ein bisschen aus diesem Bauchgefühl, früher war alles besser raus, aber tatsächlich hat der IC1 oder die alten ICEs an manchen Stellen irgendwie manchmal so, ja, jetzt nicht wahnsinnige Pro-Argumente. Es hat sich schon viel gebessert bei den ICEs, aber so zum Beispiel die Sitze jetzt, als die neuen Sitze jetzt kamen in den neuen ICEs, ja, da habe ich manchmal auch gedacht, boah, die alten waren schon schön. Und dann weiß man, dass man hier ganz viele Abteilwagen drin hat. Ist auch schön, ne? Ja, summa summarum, weiß ich nicht. Hat beides seinen Reiz. Also auch die neuen Fahrzeuge tatsächlich. Ich hatte letztens nochmal die wunderschöne Erfahrung. Ja, müsste man eigentlich auch mal hier reinbringen in Trainsworld 3 oder generell in eine Zugsimulation. Und zwar bin ich nach Kroatien gefahren. Und zwar mit dem Zug. Kann ich wärmstens empfehlen. Gerade für alle Eisenbahnfanatiker. Weil da erlebt man noch richtiges Zugfahren. Also da, wo der Abort, die Toilette, den Thron, wo das Produkt vom Thron noch einfach aufs Gleis fällt. Das ist einfach nur eine Röhre. Kann man mit dem Fuß eine Klappe öffnen und dann fällt es runter. Ja, dann hat man das Gleis verdreckt. Ja, sowas zum Beispiel. Oder Fenster, die man öffnen kann. Ich meine, ich finde es sehr gut, dass man keine Fenster mehr zum Öffnen hat, weil dann funktioniert die Klima in der Regel nicht. Aber gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten, so im Bereich um die 100, kann man ruhig noch den Kopf so ein bisschen zumindest aus dem Fenster strecken. Ganz rausstrecken sollte man ihn nicht, weil sonst macht es Batsch, Batsch, Batsch von etwaigem Grünzeug, was neben der Strecke wächst. Aber trotzdem auch sowas. Wunderbar. Und was ich dann gesehen habe, was ich für ein Szenario wahnsinnig gut fände. Also, wenn es so eine Strecke mal gibt, also, liebe Entwickler, schreibt es euch auf. Bringt das mit rein. Da gibt es ja Grenzwechsel. Jetzt Slowenien, Kroatien zum Beispiel. Und die haben unterschiedliche Stromsysteme. Und jetzt könnte man meinen, meine Güte, dann beschafft man sich halt eine Mehrsystemlokomotive, die beide Systeme verkraftet. Kann man so machen. Man kann aber auch eine andere Variante wählen, die ich sehr spannend finde. Und zwar, man geht einfach hin und lässt die Lok stromlos ins Land über die Grenze rollen. Also Bügel ab, Hauptschalter aus, alles stromlos. Und dann steht sie halt da. Dann bremst man die runter, lässt sie da stehen. Dann kommt eine Lok aus dem anderen Land, wo man jetzt reingerollt ist, wo man nicht selbst fahren kann. Nimmt diese Lok vom Zug und schubst die einmal am Zug vorbei zurück ins Land, wo es wieder fahren kann, das Ding. Auch sehr schön. Kann man so machen. Fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend. Das wäre schön. Das wäre ein schönes Szenario, so ein Grenzszenario. Das, ne? Und dann vor allen Dingen, wenn dann der Gegenzug kommt, dann das gleiche Spiel nochmal rückwärts. Da könnte man auch echt ein super Szenario draus machen. Also, das wäre klasse. Generell gibt es, glaube ich, so ein paar Sachen, die man noch hier reinbringen könnte. Aber an sich muss ich sagen, jetzt hier gerade, wo ich auch im ICE 1 sitze, im neuen, also neuen alten, also ja, neu ist er ja jetzt nicht mehr, also zumindest das Original, aber hier in der Zugsimulation auf jeden Fall neu. Et lübt. Also, keine Ahnung, beim ICE 3 gerade, das hat auch funktioniert, er tut, was er soll und es funktioniert halt einfach. Und das ist schon mal echt sehr, sehr schön. Jetzt erwarten wir allerdings noch ein paar andere Sachen. Also Multiplayer wurde ja mal angekündigt, der kommt ja leider immer noch nicht rein. Also ist eher eine Sache für Trainsworld 5, 6. Aber offiziell gibt es ja halt nur die Aussage, dass es das erstmal nicht geben wird. Ja, und dann mehr Modding-Freundlichkeit, weil ich meine, davon lebte ja zum Beispiel der Train Simulator. Da gab es ja Züge, Strecken, alles von verschiedensten Leuten. Jetzt gerade ist ja so, dass das nur Auserwählte, sage ich mal, machen. Liegt wohl auch daran, dass das alles noch einfach nicht so
bedienfreundlich ist, oder zumindest ja, sind da mehrere Probleme auch mit der Software, die dann über Server von Dovetail Games gehen und so weiter und so fort. Also einige Probleme gibt es da noch. Aber das wäre so der nächste Step, wo ich dann sagen würde, meine Güte, das wäre nochmal eine schnieke Sache. Boah. Ja, die Abendstimmung, das ist schon schön. Also es ist schon wirklich schön. Was mich bei der... Eine Regenfront, wir brauchen Scheibenwischer. So, der linke Kollege ist jetzt noch nicht an. Ich sehe nichts. Jetzt machen wir den linken noch. Ist jetzt an. Nee. Achso, das ist Fahrplanlicht. Oh, sorry. So, jetzt haben wir auch noch Regen. Und wir haben was Wunderschönes. Den einen oder anderen wird es jetzt wahrscheinlich wahnsinnig kirre machen. Ich finde es wunderbar. Wir haben asynchrone Scheibenwischer. Ich weiß nicht, warum mich das so freut. Aber mich freut es wahnsinnig. Asynchrone Scheibenwischer, das ist das Beste, was es gibt. Es gibt quasi nichts Besseres. So, wir haben übrigens 250 erreicht. Gerade konnten wir kurz 280 fahren, aber das haben wir leider nicht erreicht. Was übrigens auch noch neu ist, Wind wird ja jetzt hier mit rein berechnet. Weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Da hätte ich gern mal Zahlen zu gehabt. Also das fände ich wirklich interessant, wenn man da Zahlen zu gehabt hätte. Wie viel Einfluss das auf die Fahrt hat. Also jetzt gerade bei hohen Geschwindigkeiten, dann spielt ja Aerodynamik nochmal eine wichtige Rolle. Ja. Weiß ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Was mich auch noch fasziniert, gerade für die ferne Zukunft, wird das vielleicht bei der Zugsimulation irgendwann, wenn man sagt, okay, man hat jetzt vielleicht die Rechenpower, große Strecken darzustellen, und wird das vielleicht irgendwann auch mal so laufen, wie zum Beispiel jetzt neuerdings in der Flugsimulation, dass man sich auf Satellitenbilder stützt? Also das macht man ja bei der Entwicklung von Strecken, glaube ich, sowieso. Man zieht sich meistens Satellitenbilder rein und baut dann danach die Strecke so nach. Und Höhendaten holt man sich dann auch noch, gibt ja Höhenkarten und sowas. Aber das wäre nochmal ein Next Step, sage ich mal, wenn man vollautomatisch Strecken generieren könnte und die dann nur noch eben anpassen muss. Also sprich, die Schilder, Signale hinzufügen muss und sowas, aber die Streckenführung dann schon steht. Dann vielleicht auch direkt mit automatischer Berücksichtigung von Kurvenüberhöhung und sowas. Boah, wenn das noch kommen würde, wow. Generell gibt es, glaube ich, noch viel, was man optimieren kann. Also ich glaube, wir sind da immer noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Wobei ich jetzt gerade mich zurückversetze in die Zeit, als Transim World rauskam. Das war schon Wahnsinn. Also ich weiß noch, wie ich einmal zu Fuß ein bisschen über eine Strecke gelaufen bin, ein paar Bilder gemacht habe. Und mir einfach dachte, wow, es ist ein ganz anderes Level als das, was wir bisher haben, weil man hat Schottersteine gesehen, generell alles besser ausmodelliert und so weiter und so fort. Also wir sind da schon ziemlich weit gekommen, glaube ich, also die Entwickler. Was uns Kunden natürlich dann freut. Aber trotzdem, ich glaube, so das Ende der Fahnenstange haben wir noch nicht erreicht. Was mir jetzt gerade hier auffällt bei dem Regen, wir müssen mal auch rausschauen. Klasse. Ja, bei dem Regen fällt mir jetzt noch was auf, was... ja, wie die Tröpfchen hier auf der Scheibe sich verhalten, weil 250 ist ja schon schnell. Ich meine, ja gut, knapp 250 bin ich schon beim Auto selber gefahren, aber da verhält sich Regen doch ein bisschen anders. Und gerade bei den Kollegen aus der Flugsimulation, da sieht man, dass die das teilweise ja dann auch schon in den Griff bekommen, wenn jetzt zum Beispiel vorne sich ein Propeller dreht und die Windgeschwindigkeit sich ändert oder die Windrichtung sich ändert und sowas. Also wie gesagt, da gibt es noch viele Sachen, wo man allerdings auch immer im Kopf behalten muss. Es ist in Anführungsstrichen nur eine Zugsimulation. Also ich weiß jetzt nicht, wie wahnsinnig man da das Wetter mit reinbringen muss.
Aber wenn es geht, immer her damit. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Stoff geben. Also der IC1, der hat schon ein bisschen zu kämpfen hier. Wunderbar. Und hier sieht man übrigens noch viel schlimmer als im IC3 gerade. Das war jetzt übrigens der Kirchheim-Tunnel. Jetzt geht's einmal rüber über das Welsenbach, über die Welsentalbachbrücke und jetzt geht's direkt wieder rein in den nächsten Tunnel. Richtiges U-Bahn-Feeling hier. Aber was hier auffällt, der Kollege, den können wir ausmachen. Das ist schade. Was ich mich gerade frage, warum wir nicht diesen Tag-Nacht-Modus ändern können. Weil eigentlich ist hier, glaube ich, so ein Tag-Nacht-Modus. Oder was heißt glaube ich? Weiß ich sogar. Boah, jetzt schüttet es ja, aber aus welchen Wolken? Ist über uns eine Wolke? Aber so, das sieht doch... Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn man jetzt das Foto nehmen würde, vielleicht noch einmal in Photoshop so ganz kleine Sachen, die darauf hinweisen könnten, dass das eine Zugsimulation... Oh, da hat man auch den Blitz gesehen. Blitze, genau, das ist das nächste Stichwort. Funken und Blitze, das ist auch was jetzt neu ist, zumindest in diesem Ausmaß. Das heißt, wir sollten theoretisch... Ja. Es funkt. So. Es ist Wahnsinn. Also, Güterzüge hier zu fahren bedeutet ja, man fährt relativ langsam. Und dann ist man echt lange im Dunkeln. Richtig lange im Dunkeln. Weiß nicht, hat man ein U-Bahn-Feeling. Und wenn man dann rauskommt, ist man entweder auf einer Brücke oder zwischen Lärmschutzwellen. Aha. So, Kilometer 189 haben wir jetzt erreicht. Haben noch ein bisschen zu fahren. Kassel-Wilhelmshöhe ist bei Kilometer 144. Ah, jetzt haben wir, glaube ich, einen langsameren Zug vor uns. Das ist übrigens das Tolle an der Linienzugbeeinflussung, wo man ja permanent quasi neuen Input bekommt. Man muss nicht erst bis zum haltzeigenden Signal vorfahren, um dann zu sehen, dass es jetzt auf grün umspringt, sondern man kriegt quasi regelrecht Live-Aktualisierung. Wobei bei der LZB das ja auch noch ein bisschen in Blöcke aufgeteilt ist. Aber man kriegt halt hier direkt im Führerstand seine Infos. Was doch deutlich komfortabler ist, als rausschauen zu müssen und ja, gerade bei widrigen Witterungsverhältnissen. Und man kann die Zugtaktung wesentlich näher aneinander batzen, weil wenn jetzt vor uns einer ein Problem hat und schnell bremst, dann bremsen wir direkt mit. So, das ist jetzt auch wieder so einer der längeren Tunnel hier. Das müsste dann... Ja, welcher war es denn jetzt? Ich glaube, der hier, der Schalkenberg-Tunnel. Oder? Nee, vertan. Dann ist das jetzt der Schalkenberg-Tunnel, oder? Was haben wir jetzt hier? 103... Achso, wir sind jetzt bei 183. Aha. Das ist ein bisschen tricky manchmal, also ich hätte gern wirklich hier so einen elektronischen Buchfahrplan, aber gerade um die Strecke so ein bisschen kennenzulernen, ist Wikipedia da wunderbar. Also ich fahre ja hier mit meinem Buchfahrplan von Wikipedia. Das ist schon sehr lustig. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ah, das ist jetzt Lircher-Rode.
Dann müsst jetzt gleich die Heidelbach-Talbrücke kommen. Und dann geht's rein in den Sengeberg-Tunnel. Ja, wunderbar. 2,8 Kilometer wieder unter Tage. Ja, ich hatte ja einmal die Ehre, vorne in so einem Fahrzeug mitzufahren. Schön, ja. Es ist schon schön. Und es klingt tatsächlich ähnlich. Und vor allen Dingen, es ist relativ leise, weil hinten haben wir ja die ganzen, ist ja ein Triebkopf. Das heißt, hinten sitzt die ganze Technik drin, die ganzen Lüfter drin. Alles schreit einen eigentlich an. Aber sobald die Tür zu ist, ist es echt angenehm leise. Also es ist wirklich Wahnsinn. Weil es ist auch eine Tür, die es in sich hat. Also es ist ein riesen Trümmerteil. So, und jetzt gleich kommt ein ganz interessantes Viadukt. Die Fuldatalbrücke Morschen. Über die Bundesstraße 83. Die wir da unten sehen. Wow! Ja, das ist schon klasse. Na, was soll man sagen? Ist schon klasse. Es ist einfach schon klasse. So. Wilsbergtunnel. Jetzt gleich überqueren wir die ehemalige Kanonenbahn Eschwege-Treser. Und zwar auf der Pfiffeltalbrücke. Und die B487 überqueren wir auch noch. Schön. Tja, ansonsten Güterzug gibt es hier auf der Strecke auch. Habe ich ja schon bereits mal erwähnt bei der Fahrt mit dem IC3. Das sieht dann in der Regel so aus, dass man dann öfters mal vom ICE überholt wird. Aber es ist ganz spannend, weil es gibt ja tatsächlich Güterfahrten, die hier unterwegs sind, meistens nachts. Oder jemand hatte zu viel Geld. Oder es ist halt wirklich dringlich. Weil es gibt ja so Prio-Fracht manchmal. Beispielsweise, wenn jetzt irgendwas ganz dringend zum Hafen muss, weil sonst ist das Schiff weg. Und kein anderes Schiff kann das dann direkt mitnehmen. Und das ist dann schon so weit im Voraus geplant, dass man halt sagt, okay, dann muss das genau da sein. Und da leider die Bahn nicht nur beim Personenverkehr Verspätung hat, sondern auch beim Güterverkehr, ist es natürlich blöd. Weil dann kommt der Zug da an und das Schiff ist schon weg. Das wäre ja doof. Und deswegen gibt es Prio-Fracht. Und dann darf man über solche Strecken heizen und hat teilweise auch wahnsinnige hohe Prioritäten. Was ja generell jetzt gerade nochmal diskutiert wird. Auch wegen Energiekrise, beziehungsweise ja, sonstigen Krisen. Dass einfach Güterzüge, die jetzt Rohstoffe oder beziehungsweise Mineralöle oder Öle generell oder irgendwas, was man verbrennen kann, irgendwelche Stoffe, dass die eben eine Prio kriegen und vor Personenzügen teilweise fahren dürfen. Also es ist interessant, es ist halt spannend, wie so ein Netz dann doch organisiert ist und was da im Detail nochmal so alles geht oder auch schief geht. Schief gehen tut natürlich auch immer viel. So, ein Update von der Linienzugbeeinflussung. Ich lasse den Zug mal rollen. Weil ich habe die Vermutung, dass wir entspannter jetzt einfach rollen lassen und da nicht die ganze Zeit von der LZB runtergebremst werden. Weil ich denke, das Problem in 11,4 Kilometern wird sich bis dahin schon wieder geklärt haben, wenn wir hier ein bisschen langsamer rollen. Übrigens auch hier, sparsam fahren. Das ist eine Sache, die die Lokführer tatsächlich teilweise, glaube ich, auch auf jeden Fall mit auf den Weg bekommen und auf jeden Fall in der Ausbildung auch mit lernen, weil das ist ja auch ein Thema. Ich meine, es ist ein bisschen wie die Heizer auf der Autobahn. Also schnell fahren, schön und gut, aber es bringt halt nichts, wenn man jetzt kurz auf 250 beschleunigt und dann wieder für die nächste 80er Baustelle wahnsinnig zu bremsen und dann wieder danach zu beschleunigen. Also es ist halt weder spritsparend noch materialsparend, weil die Bremsen leiden, der Motor leidet, alles leidet. Und genau so ist es halt auch beim Zug. So und nicht anders.
deswegen auch beim Zug ist das durchaus sinnvoll, da ein bisschen das im Hinterkopf zu behalten. So, jetzt gleich sind wir dann eigentlich. Jetzt wird es ja sehr verzweigt. Jetzt sind wir erstmal, wo sind wir jetzt hier gerade? Jetzt muss ich mal kurz mich wieder finden und sammeln. 158. Genau, das heißt, wir sind, ach ja, genau, in Kehrenbergtunnel 2,4 Kilometer, wo wir jetzt aber schon wieder rausrauschen. Ich beschleunige mal wieder, weil jetzt ist in 7,6 Kilometern 180 angesagt. Dann erreichen wir jetzt noch einmal die 250 und dann lasse ich, glaube ich, den Karren rollen. Weil danach kommt, glaube ich, nichts groß mehr. 156, jetzt gleich kommt erstmal nochmal ein Tünnelchen. Ja, es kommen die ganze Zeit Tünnelchen. Aber hier, sowas fände ich wirklich echt schön. So eine Strecke zum Beispiel in Kroatien. Die sind zwar jetzt rein vom Fahren. Ja, doch, die sind eigentlich schon spektakulär. Also erstmal hat man natürlich andere Signale. Oh, wir werden schon beeinflusst. Man hat andere Signale, man hat eine ganz andere Landschaft. Und generell ist das alles schon deutlich anders aufgebaut. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Strecke wie Ljubljana-Rijeka machen würde, dann hätte man ja zum Beispiel auch einen Grenzübertritt. Was auch spannend sein kann. Boah, jetzt schüttet es ja richtig. So, jetzt geht es übrigens schon runter hier, weil Kassel-Wilhelmshöhe ist jetzt gleich in Reichweite eigentlich schon fast. Intuition. Aha. Ja, es gibt immer noch die Achievements, die man hier bekommt, irgendwelche Errungenschaften für irgendwas, was ich nicht verstehe. Was heißt nicht verstehe? Ich brauche es einfach nicht. Genauso kann man übrigens immer noch hier in Trains World 3 natürlich Plakate aufhängen, den Gehweg. So. Hier, das ist übrigens die mittlere Taste, die ich meine. Weil wir sind jetzt raus. Raus sind wir. Also aus der LZB. Ja, schön. Ah, das ist spannend. Sowas ist immer spannend. Also Wechsel zwischen LZB und PZB. Das bockt immer hart, finde ich. Weil da muss man wirklich aufpassen. Also eigentlich ist es ganz einfach, aber wenn man es nicht weiß, dann ist es ein bisschen tricky. Warum hat er mir jetzt die AfB rausgeschmissen? Liebe AfB. Ah, okay. So, einmal kurz nach hinten ziehen und dann ist es wieder drinnen. Jetzt machen wir mal die 100 rein. So, und dann kann es weitergehen. Jetzt ist es auch richtig dunkel geworden. Ah, das finde ich jetzt aber schön. Das finde ich tatsächlich schön. Kann man ein bisschen Licht anmachen. Doch, 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 doch. Das ist schon schön. Aber so leuchten wir eher den Regen an, habe ich das Gefühl. Also lassen wir es mal aus. So, und jetzt müssen wir wieder uns ganz normal an die PZB halten. Boah. Ja, schöne Fahrt, auch schönes Szenario. Also, weil man jetzt auch beides gefahren ist hier. Jetzt gleich dann auch in Kassel. Wilhelmshöhe ankommt. Bewölkt im Regen. Ach, schön. Also ich fand die Fahrt echt sehr schön. Oder finde die Fahrt schön, ist ja noch nicht vorbei.
vor allem freut mich eben, dass alles wirklich einfach funktioniert irgendwie. So, Halt erwarten. Hat's unsere PCB nicht geschafft? Die Leuchtmelder wollen nicht so ganz, wie ich will. Weil eigentlich müssten da Leuchtmelder blinken jetzt. Weiß nicht, wo die verschollen sind. So. Und da sind wir. Haben wir es geschafft. Kassel-Wilhelmshöhe. Stand ich schon mal echt lange am Bahnsteig. Echt zugig da. Hier übrigens noch ein Highlight. Regenschirme. Es gibt jetzt Regenschirme für die wartenden Gäste am Bahnsteig. Ah, der funktioniert dann wieder, der Kollege, der 500-Hertz-Magnet. Bisschen zackig gebremst. Lassen wir mal noch schön entspannt ausrollen. Na, ein bisschen sollten wir noch mal hier. Schön. So, jetzt warten wir hier mal. Nutzen wir die Zeit, um ein bisschen Kassel-Wilhelmshöhe zu erkundschaften. Ja, genau, hier diese witzigen Rampen. Also generell, der Bahnhof ist auch sehr, sehr faszinierend. Man merkt an einigen Enden, dass er schon älter ist, sage ich mal. Also allein von den Designelementen. Aber, ja... So ist er. Bordbistro. Oh, mein Lieblingsort. Oh, Bordbistro. Ich könnte mich stundenlang, leider geschlossen, ja, aber ich könnte mich so Ewigkeiten im Bordbistro aufhalten. Auch hier, sehr schön. Huch. Wir wurden jetzt automatisch aufgestellt. Jetzt hat's geknallt. Was war das? Bitte was? Oh. Ja, Winter ist auch schön. Aber nee, das war es dann tatsächlich. Ich find's gerade schade, weil, wo ist meine Auswertung? Weil eigentlich bekommt man ja immer noch so eine Auswertung. Naja, dann sehen wir nicht meine kleinen Fauxpas, wobei es sollten eigentlich keine dabei sein. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr gute Fahrt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten sage ich bis dahin, tschüss, allzeit gute Fahrt, euer Florian aka der Zingis.